So, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Static Monday Nummer 10 diesmal, wie die Zeit vergeht. So ihr Lieben, wir fangen heute direkt an, Frage von Zuschauer, Unterschied, regenäre Haarstammzelltherapie und Haartransplantation. Ganz kurz geklärt, eine Haarstammzelltherapie, wir entnehmen die Stammzellen von dem Bereich, wo die Haare in der Regel unempfindlich sind gegen Dehydrotestosteron und sehr viel mehr Vitalität haben, von dem Hinterkopf, so zum Beispiel unter dem Ohr, da entnehmen wir die Stanzen, das wird in einem Gerät bearbeitet und dann eine ganz feine Suspension mit ganz dünnen Nadeln, die man kaum spürt, in die Kopfhaut initiiert, sodass die schwachen Haare, die nicht die Kraft haben, aus der Kopfhaut herauszukommen, beziehungsweise empfindlich sind gegen Hormone, durch die Wachstumsfaktoren und Stammzellen die Kraft bekommen, wieder zu wachsen. Dort, wo gar keine Haare sind, wie beispielsweise jetzt Stehen oder Handfläche oder Geheimratsecken, die bis hier hingehen, wo nichts mehr ist, da hilft die Haarstammzelltherapie nicht. Und da sollte man in der Tat eine Haartransplantation vornehmen. Bei der Haartransplantation entnimmt man einfach die Haare einzeln. So, und die einzelnen Haarfolliken werden dann in die Bereiche transplantiert, wo es halt nötig ist. Der Vorteil von Haarstammzellentherapie ist, dass man keine Haare beispielsweise vom Hinterkopf entnehmen muss. Es reicht einfach, wenn man die Stammzellen bearbeitet und in die Kopfhaut gibt. Also willkommen im 21. Jahrhundert. Das ist die neueste, modernste Methode, um eben die Haare dort wachsen zu lassen, wo sie anfangen, lichter zu werden. So, wir kommen beim nächsten Thema. Genau. Nächstes Thema, was ich aufgreife, ist nochmal Botox. Und zwar herrscht immer noch so ein bisschen Uneinigkeit zwischen, sagen wir mal, die Frage war, es geht um Zonen, also wird nach Zonen oder was sind Einheiten, da herrscht einfach eine gewisse Uneinigkeit. Also im Prinzip kann man das Gesicht unterteilen in unterschiedliche Zonen. Ich zeige das jetzt auch mal hier anhand der Anatomie. Die Stirn ist eine Zone für sich prinzipiell, die Zornesfalte, die Krähenfüße, also die Augen an der Seite. Aber letztlich geht es darum, wie viele Einheiten Botox gebe ich in diese jeweilige Region. Und die Einheiten ist im Prinzip etwas, womit wir skalieren, welche Menge wir an jedem Punkt injizieren. Das hat nichts mit den Nadelstichen zu tun, auch nichts mit der Menge der Spritzen, weil da herrscht ein Riesendurcheinander bei den Patienten. Und letztlich geht es darum, auch nicht, wie viele Falten haben wir an Ort und Stelle, sondern wie stark ist der Muskeltonus, also die Muskulatur, die Kontraktion. Und dementsprechend müssen wir behandeln. Männer meistens deutlich höher, beziehungsweise mehr Botox als Frauen. Und es gibt aber auch Frauen, die einfach deutlich mehr brauchen. Das kann man im Prinzip so abschätzen. Wir gehen mal mit einer minimalen Menge rein, schauen uns das Ganze nach 2 bis 3 Wochen an, gucken dann, ob der Patient gut behandelt wurde oder nicht. Und im entsprechenden Fall muss nachgespritzt werden. Insofern kann man nie vorher genau sagen, wie viel man braucht. Es geht halt mehr darum, dass das gut verteilt ist, nicht an der falschen Stelle gespritzt wird und der Patient keine hängende Braue oder ein hängendes Lid hat. Das macht eigentlich den guten Behandler aus. Im Vorhinein kann niemand sagen, ob dann diese jeweilige Stelle hundertprozentig behandelt ist. Also klagt deshalb keinen an, wartet lieber ab, haltet Rücksprache und kommt nach 2, 3 Wochen wieder und dann kriegt man immer eine Lösung hin. So, das war im Prinzip das Wichtigste zum Botoxen. Und genau, ich wollte noch kurz das Thema unserer Skin Booster ansprechen. Wir haben da eine schöne Kombination. Wir nutzen ja das Radies von der Firma Merz und das mischen wir mit Skin Boostern. Somit habt ihr die Vorteile beider Stoffe. Das Radies ist ein Kollagenbooster, also ein extrem starker Kollagenbooster. Und Skin Booster selber vereinen die Vorteile von Hyaluron, das heißt, wir bilden Kollagen und Elastin und binden noch zusätzlich Wasser, was der Haut eine bessere Spannkraft gibt. Es rehydriert die Haut und somit habt ihr beide Vorteile. Ihr habt eine schöne, starke Kollagenbildung. Das Ganze kann man toll anwenden im ganzen Gesichtsbereich, Dekolleté, Hals, Hände, aber auch bei vielen Damen, da wo die Haut dünner wird, an den Armen, an den Oberschenkeln. Im Prinzip Haut ist Haut, am ganzen Körper kann man es anwenden. Das ist eine sehr tolle Sache und lohnt sich in jedem Fall, muss auch wiederholt angewendet werden, ist jetzt keine Behandlung, die nach einem Mal auf einmal einen Rieseneffekt bringt. Es kommt auch immer darauf an, wo fangen wir an. Ältere Haut reagiert meistens besser darauf, jüngere Haut hat eine bessere Spannkraft und ist natürlich schon frischer. Insofern muss man immer abwägen, wo fängt man an. Ne? So, das war das Thema. Was hast du noch im Herzen? Vielleicht noch ergänzen. Ja? Sehr gut. Eigentlich hast du schon alles dazu gesagt, was jetzt wichtig ist. Vielleicht nochmal ergänzend zum Botox, sollte man erwähnen, dass Patienten manchmal sich wundern, dass die Falten nach 2 Wochen noch nicht weg sind. Guter Punkt. War nämlich auch eine Frage von mir.
von einem Patienten. Wir haben gesagt, dass die Wirkung von Botox je nach Zone, kann man grob sagen, durchschnittlich so nach 2 Wochen schon Maximum erreicht. Wenn man jetzt sehr genau sein will, Lehrbücher, Studien, beispielsweise die Glabella-Zone, Zornesfalte, braucht dann 4 Wochen, um dann Maximum zu erreichen. Aber das kann man vernachlässigen, das sind dann eher Studien, akademisch. Man kann schon grob sagen, nach 2 Wochen kommt die Wirkung. Und dann fragte eine Patientin, jetzt sind die 2 Wochen vorbei, warum ist die Falte noch da? Und da denke ich, ist erforderlich, dass wir ein bisschen Aufklärung leisten. Also ihr Lieben, ihr müsst euch das mal so vorstellen, wir sind ja immer für die einfache Sprache. So, wenn ihr beispielsweise einen Lederkoffer nehmt und dieser Lederkoffer wird dann bearbeitet, schon eingecremt und jetzt mal diese Falte im Leder jetzt raus haben. Es ist klar, dass erstmal die Spannung raus ist. Das machen wir mit Botox. Botox entspannt die Muskulatur. Aber diese Falte im Leder braucht dann nochmal Zeit, um sich zu legen. Weil die Falte ist ja auch nicht von gestern auf heute gekommen, hat auch über Wochen und Monate Zeit gebraucht. Daher unsere Bitte, Botoxen lassen. Nach 2 Wochen kommt die Wirkung und erst wenn die Entspannungswirkung da ist, braucht dann nochmal die Haut ein paar Wochen und Monate, je nachdem, auch ein paar Monate. Wenn man eine ganz tiefe Zornesfalte hat, diese Zornesfalte, die über Jahre entstanden ist, braucht dann auch manchmal mehrere Behandlungen, aber in der Regel auch mit guten Ergebnissen. Was da noch ganz wichtig anzufügen wäre, ist, viele Patienten kommen so standardmäßig 2-mal im Jahr. Wenn ihr von einer mittleren Botox-Wirkung von 3 bis 4 Monaten ausgeht, dann kann man schon sagen, wenn die Wirkung so weit abgeebbt ist, dass die Falten sich wieder in Falten legen lassen, was die Muskulatur sich anspannt, vergehen 4, 5, 6 Wochen, fangt ihr bei 0 an. Das heißt also, um ein gutes Ergebnis langfristig zu haben, 3 bis 4 Mal im Jahr kommen, also alle 3 bis 4 Monate, und dann habt ihr wirklich ein optimales Ergebnis und bleibt immer auf dem gleichen Level. Ansonsten fangt ihr immer wieder von 0 an. Das rentiert sich auch nicht. Insofern ist natürlich eine monetäre Geschichte, aber man muss auch immer hinterfragen, will man was davon haben oder nicht. Ist umsonst zu machen jedes Mal, bei 0 anzufangen, bringt auch nichts. Die Abstände nehmen mit der Zeit dann ja auch. Mit der Zeit nehmen sie ab. Wenn die Falten dann wirklich richtig glatt sind, dann könnt ihr die Abstände wieder etwas verlängern. Meistens sind es dann 5 Monate, 6 Monate, dann kann man auch 2-mal im Jahr kommen. Aber am Anfang muss man, bis die Falten weg sind, regelmäßig kommen. Genau. Ne? Das heißt, jetzt mal ganz akademisch grob, das kann man sagen, dass nach 3 Monaten 80% der Wirkung, nach 4 Monaten 60% der Wirkung, nach 5 Monaten 30% der Wirkung, nach 6 Monaten 0% der Wirkung übrig ist. Und genauso wie der Daniel sagte, wir haben ja auch eine cerebrofaciale Rückkopplung, das heißt eine Verbindung zwischen Muskeln im Gesicht und Kopf, und dass der Körper verlernt sozusagen diese untypische Bewegungen, Stressbewegungen, die wir eigentlich nicht haben wollen. Ich denke, das reicht dann, sonst wird dann viel zu lang, wenn wir nächstes Mal den Rest dann nochmal darauf eingehen. Ich würde gerne dann nochmal unser Prospekt sagen, das habe ich vorhin jetzt nicht getan. Das können gerne die Patienten sich bei uns dann auch in der Praxis anschauen, alternativ auch auf unserer Internetseite. Hier sieht man das jetzt. Also hier könnt ihr euch genau das anschauen, das mal ranzoomt. Hier werden dann die Stammzellen entnommen, so hinter dem Ohr mit ganz, ganz kleinen Stanzen, 2,5 mm. Die werden dann in so einem Gerät dann verarbeitet und dann wird das dann in die Kopfhaut initiiert. Und wir haben noch unsere eigenen Bilder, klar gibt es die Vorher-Nachher-Bilder auf der Broschüre, aber wir haben noch unsere eigenen Bilder in der Praxis oder auf unserem Social-Media-Kanal, die könnt ihr euch anschauen. Man muss schon sagen, unsere Erfahrung mit den Studien deckt sich so überein. 80%, das ist schon eine Nummer, das ist schon sehr gut. Die Patienten haben ein sehr gutes Ergebnis, die Haare wachsen sehr gut nach. Daniel und ich haben das auch bei uns machen lassen. 10% haben weniger Haarausfall, sind aber jetzt die Ergebnisse nicht so toll wie bei den 80%. Und 10%, muss man auch sagen, reagieren leider nicht darauf. Man weiß nicht, egal welche Studie man sich dazu jetzt anschaut, letztendlich nicht, warum diese 10% nicht darauf reagieren. Wenn man aber diese 10%, was ja sehr geringer Anteil ist, weglässt, bleiben dann doch 80-90%, die sehr gut darauf ansprechen, und das ist dann auch das Ergebnis, und da freuen wir uns drauf. Ja. Noch ergänzen, sonst wären wir beim letzten Thema. Ich habe euch versprochen, dass ich jedes Mal ein Buch vorstelle. Heute habe ich euch ein kleines Buch mitgebracht. Dieses Buch hat es aber dicke in sich. Und zwar von Napoleon Hill. Napoleon Hill war ein Journalist, 1966 hat den Millionär interviewt. Und der Millionär hat ihm gesagt, pass auf, ich habe eine Aufgabe für dich. Würdest du für mich
So viele erfolgreiche Menschen, Millionäre, Wissenschaftler, alle, die wirklich erfolgreich im Leben sind, interviewen. Ich möchte herausfinden, was eint all diese Menschen? Was haben all diese Menschen gemeinsam, die sich auch gegenseitig gar nicht kennen? Und dann ist Napoleon Hill hingegangen und hat 500 erfolgreiche Menschen, also Millionäre, so wie heutzutage wären das Steve Jobs oder Zuckerberg oder alle anderen Menschen, die wir kennen, die wirklich was geschafft haben. Wissenschaftler, Millionäre, erfolgreiche Menschen interviewt. Und das Ergebnis hat in so einem kleinen Buch festgehalten. Ich will jetzt nicht so viel verraten, guckt euch einfach dieses Buch an. Dieses Buch heißt Napoleon Hill, Denke nach und werde reich. Ist ganz klein. Kostet auch 5,20 Euro. Also, ne? Hat man auch schnell durchgelesen, aber nehmt euch Zeit und wiederholt das. So, ich gehe noch ein paar Punkte durch. Das Verlangen. Träume werden Wirklichkeit. Sobald unser Verlangen in Handeln übergeht. Erinnert ihr euch? Letztes Mal haben wir gesagt, Handeln. Verlangen Sie vom Leben viel. Und das Leben wird Ihnen entsprechend viel geben. Wir müssen verlangen, aber auch handeln. So, dann geht's weiter. Glaube 2. Der Glaube, gezielter Glaube verleiht jedem Gedanken durchschlagende Kraft. Sie können jeden Gipfel erreichen, wenn die unwiderstehliche Kraft des Selbstvertrauens, des Glaubens an sich selbst, sie antreibt. Dann gibt es ein paar Sätze und ein paar Seiten dazu. Musst ihr euch selber anschauen. Dann die Kraft der Autosuggestion. Jeder kann erstaunliche Erfolge erzielen, wenn er die tiefsten Schichten der Psyche gezielt für sich arbeiten lässt. Das ist das, was ich unter anderem noch einen Thermostateffekt nenne. Thermostateffekt bedeutet, du hast deine Psyche, dein Unterbewusstsein auf eine Temperatur eingestellt und der Körper macht automatisch den Rest. Du musst das richtig einmal eingestellt haben. Ja? Und so weiter und so fort. Das würde den Rahmen jetzt hier sprengen, das ganze Buch zu erklären. Also ihr Lieben, mein Tipp, das Buch ist der Knaller, Napoleon Hill ist der Klassiker. All die Menschen, die sich für sowas interessieren, kennen das Buch, mein Tipp für euch. Ansonsten sagen wir... Ja, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Alles Gute fürs Jahresende und kommt gut ins neue Jahr rein. Wir freuen uns auf euch. Wir sind noch bis zum 19. Dezember hier. Danach haben wir 2 Wochen quasi Weihnachtspause. Und ja, wir freuen uns auf euch im nächsten Jahr und starten dann wieder voll durch. In dem Sinne... So ist das, ihr Lieben. Alles Gute von Morgan und Groß. Bis bald. Ciao. Ciao. So, dann geht's weiter. Glaube 2. Der Glaube, gezielter Glaube verleiht jedem Gedanken durchschlagende Kraft. Sie können jeden Gipfel erreichen, wenn die unwiderstehliche Kraft des Selbstvertrauens, des Glaubens an sich selbst, sie antreibt. Und dann gibt's ein paar Sätze und ein paar Seiten dazu. Musst du euch selber anschauen. Dann die Kraft der Autosuggestion. Jeder kann erstaunliche Erfolge erzielen, wenn er die tiefsten Schichten der Psyche gezielt für sich arbeiten lässt. Das ist das, was ich unter anderem noch einen Thermostateffekt nenne. Thermostateffekt bedeutet, du hast deine Psyche, dein Unterbewusstsein auf eine Temperatur eingestellt und der Körper macht automatisch den Rest. Du musst das richtig einmal eingestellt haben. Ja? Und so weiter und so fort. Das würde den Rahmen jetzt hier sprengen, das ganze Buch zu erklären. Also ihr Lieben, mein Tipp. Das Buch ist der Knaller, Napoleon Hill ist der Klassiker. All die Menschen, die sich für sowas interessieren, kennen das Buch, mein Tipp für euch. Ansonsten sagen wir... Ja, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Alles Gute fürs Jahresende und kommt gut ins neue Jahr rein. Wir freuen uns auf euch. Wir sind noch bis zum 19. Dezember hier. Danach haben wir 2 Wochen quasi Weihnachtspause. Und ja, wir freuen uns auf euch im nächsten Jahr und starten dann wieder voll durch. In dem Sinne... So ist das, ihr Lieben. Alles Gute von Morgan und Groß. Bis bald. Ciao.